leben und leben lassen bei sinnigen Dingen sowas von gerne. Aber es ist so viel unsinniger Quatsch unterwegs, sorry. Wenn ich allein schon immer diese ach so verbreiteten und angeblich alle Rückenschmerzen lösenden Rückenbänder sehe, die angeblich sofort aus einem Hohlkreuzrücken und einem Buckel einen wunderschönen und gesunden machen. Das ist doch, sorry, ja, nicht mal mehr als solide zu bezeichnen. Wenn ich nicht darauf hinweise, dass das gar nicht möglich ist, wenn der Mensch auf versteiften Beinen steht. Und das tut er nun mal massenhaft. Probiert es doch einfach mal aus, stellt euch hin, lasst die Knie locker, wups, dann habe ich zumindest schon mal eine herrliche Option, das Becken aufzurichten und wirklich darüber eine aufgerichtete Brust- und Halswirbelsäule zu entwickeln. So, und jetzt mal ganz langsam die Knie ganz durchstrecken. Das war's dann aber auch schon. Per Anschlag im Kniegelenk bringe ich das Hüftgelenk in den Anschlag. Wow. Nimmt das mechanisch um 5 Grad mein Becken nach vorne, also Hohlkreuz, also kompensiert die Brustwirbelsäule, also kompensiert die Halswirbelsäule. Wer bitte will mir nur ansatzweise sinnig erklären, wenn die Basis bereits schief ist, wie man dann mit einem Gurt da oben eben mal einen gesunden Rücken herkriegen soll. Statik geht immer von unten nach oben und das Massenproblem ist, die Leute hebeln sich bereits von unten her aus und schaden sich dadurch. Leute, bitte immer und immer wieder, fangt bei euren Füßen an, über die Knie, über die Hüftgelenke, über ein gesetztes Becken und dann bam, 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 bam. Sensibilisiert euch für eure Wirbelkörper darüber, dass ihr wirklich auf losgelassenen Beinen einen entfalteten Rücken entwickeln könnt. Anders habt ihr mit keinem Mittel der Welt eine Chance dafür. Lieben Gruß.